So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde GTA Online. Ja, und heute bin ich mal ganz alleine, oder zumindest im Moment noch. Und zwar möchte ich euch gerne was zeigen. Deswegen mache ich eigentlich auch die Aufnahme. Ich habe hier, wie ihr hier seht, vor diesem Vapio oder Vapid, dieses große Monsterteil hier, da seht ihr das Nummernschild. Und da steht San Andreas. Und das ist das Nummernschild mit Alf. Ja, weil ja mein Ingame-Name ja auch Alf ist. Und das Ganze möchte ich euch jetzt zeigen, wie man das macht. Allerdings kann ich euch das nicht vollständig zeigen. Und zwar ist das folgendermaßen. Man muss sich auf seinen Augenblick. Ich will euch gerade zeigen hier, mein Karumu oder Kuruma. Bei dem habe ich das nämlich auch schon gemacht. Und zwar, ich habe mir eine App runtergeladen auf mein Handy. Und die heißt iFruit. Die gibt es für Android, die gibt es für Apple, also für iOS und ich glaube sogar für Windows. Also iFruit. Also das findet ihr, wenn ihr unter GTA sucht, findet ihr diese App iFruit. Und die müsst ihr haben. Und dann geht ihr auf eure Fahrzeug, also geht ihr auf Los Santos Customs und da habt ihr eure Fahrzeuge. So, und da könnt ihr eure Fahrzeuge da durchblättern oder bei denen ihr das machen wollt. Da, die klickt ihr dann an. Zum Beispiel, ich möchte das jetzt hier bei dem Centuro machen. Centorno, das ist hier dieser Sportwagen. Lester, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Das ist dieser Sportwagen hier. Der hat hier auch noch das normale Nummernschild. Bei dem möchte ich das jetzt machen. Und dann gehe ich in der App, da gehe ich dann auf, habe ich mir das Auto ausgewählt, gehe auf ABC. ABC bedeutet, da kann ich mir dann halt aussuchen, was für ein Nummernschild, ob das schwarz sein soll, also Hintergrund schwarz-weiß oder so. Ihr hört ja im Hintergrund die Geräusche und dann kann man auch noch sagen, was man da drauf geschrieben haben will. Jeder hat natürlich einen anderen Namen, ich nehme halt gerne Alf. So, und dann mache ich mir das da drauf und dann muss man wieder auf Tuning gehen. Und dann muss man sagen, bestellen. Bestellung fehlgeschlagen, sagt er mir jetzt gerade. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. So, und dann sage ich halt jetzt nochmal bestellen. Es wurde Bestellung fehlgeschlagen. Warum? Also gehen wir jetzt nochmal. Ich möchte, habe ja noch einen, wo ich das unbedingt machen will. Und zwar ist das hier dieser Audi, den ihr gerade vor mir seht. Da möchte ich das ja auch gerne machen. Centuro. Den will ich aber jetzt machen. So, ABC. Nummernschild, dein Nummernschild, okay. Ah, jetzt geht's. So. Akzeptieren. So. Bestellung ausgeführt. Bestellung wurde erfolgreich ausgeliefert. So. Jetzt werde ich gleich. Warum ist denn das jetzt hier auf einmal so komisch? So. Da, ihr seht da in der, links da Los Santos Custom. Schau bei Los Santos Custom vorbei, um den Auftrag für dein Fahrzeug Centorno ausführen zu lassen. So. Da habe ich nämlich eine SMS bekommen. Hier oben. Drei. Los Santos Custom. So. Ne? Centorno. Und jetzt fahren wir mit dem Centorno, fahren wir nämlich jetzt dahin. Und dann werden wir uns das Nummernschild dafür holen. So, auf geht's. Ich kenne den Weg inzwischen auswendig. Lester. So, hier ist dieser Typ. Da kann man ja auch die Autos und sowas umspritzen lassen. Oh, Scheiße.
on today? So, und jetzt bin ich mit dem Auto da. Und dann zeigt er mir hier. Warum geht das nicht? Der müsste jetzt eigentlich hätte er was anderes. Centorno. Komplette Karosserie. So, dann muss ich das halt nochmal machen. Ist ja auch nicht schlimm. Kann ja mal passieren. Dann hat der nämlich. Habe ich aus Versehen die. Ich will das aber in Schwarz haben. Leute, entschuldigt bitte. So, jetzt müsste es funktionieren. Offene Bestellung. Es gibt bereits eine offene Bestellung. Möchtest du sie überschreiben? Ja klar, will ich sie überschreiben. So, jetzt müsste das nochmal kommen. So, jetzt tappe ich da links wieder die. Jetzt fahren wir nochmal rein. Sorry Leute, dass das nicht gleich beim ersten Mal geklappt hat, aber. Here for the magic touch. A Magic Touch, sagt er. Los Santos Custom. So. Verstehe ich nicht. That should do the trick. Ah ja, hier. App-Bestellung ausführen. So, und jetzt wird es wieder automatisch nach draußen und wir werden jetzt gucken. Guckt euch das an. Alf. So, und das Ganze werden wir natürlich mit meinen anderen Fahrzeugen auch noch machen. Zumindest die, die ich behalten will. Ich habe ein Motorrad, wo das noch geht. Dann möchte ich das gerne noch machen. Und ich habe noch den Audi. So. Ich suche jetzt schon mal schnell das Fahrzeug. So. Und zwar möchte ich das jetzt gerne hier bei dem hier machen. Dann habe ich nämlich hier in dieser Garage alle meine Fahrzeuge. Und das ist nämlich ein, warte, ich muss mich mal reinsetzen. Ein 9F Cabrio. Nein, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Neun F Cabrio, das ist er. So. Dann soll man hier so ein bisschen mit dem. Ich hatte das ja hier schon alles gemacht. In der App noch ein bisschen damit rumspielen, dann auf Tuning und auf Bestellen gehen. Dann akzeptieren. Die Bestellung wurde erfolgreich ausgeliefert und jetzt müssen wir nur noch dorthin fahren. Da haben wir es wieder. Und das ist dann da, wo ich es euch zeige, der letzte.
Mein Motorrad, das weiß ich nicht, ob euch das jetzt unbedingt interessiert. Ich möchte jetzt bloß nicht das Auto kaputt fahren oder eine Schramme dran, sonst funktioniert es nachher nicht. Mein schöner Audi TT Cabrio. Irgendwie bin ich heute mit dem Fahren nicht so gut drauf. So. Mein Opel 9F Cabrio, so heißt er hier im Spiel, aber ist ja in Wirklichkeit ein Audi TT. So, App-Bestellung ausführen, seht ihr ja, 8620. So. Ja, damit habe ich euch so eine kleine Special über Los Santos Customs und sowas, habe ich euch noch mal gezeigt. Also ist jetzt auch auf Alf umgemünzt, das Nummernschild. So, geil. Also ich finde das richtig geil, dass man sowas machen kann. Leck mich doch am Arsch. Da ist schon wieder eine kaputte Motorhaube, nur wegen dem blöden Arsch. Lässt sich also nicht so schön fahren. So, Leute, ich habe ihn jetzt wieder in der Garage. Das sollte erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen verstanden. Also ihr müsst euch auf jeden Fall die App iFruit runterladen und dann funktioniert das Ganze auch. Ne? Also. Bis denn. Und wenn einer Fragen hat, der kann ja in den Kommentaren schreiben. Oder kommt einfach bei mir in Teamspeak, dann können wir das vielleicht nochmal genauer klären. Auf jeden Fall ist das eine schöne Sache, wenn man dann auf dem Nummernschild den Namen hat von seinen Autos. Ne? Ich mache das aber nur bei meinen gekauften Autos. Also bei den Autos, die ich geklaut habe und umgespritzt habe, da werde ich das höchstwahrscheinlich nicht machen. Bei den Motorrädern, die ein Nummernschild haben. Da werde ich das auch noch machen. Ich habe ja zwei Motorräder. Eins hat ja ein Nummernschild und das andere hat kein Nummernschild. Warum auch immer, aber da werde ich das dann auch noch machen. Also, ich hoffe, diese kleine Einführung hat euch gefallen. Dann hätte ich gerne einen Daumen nach oben. Also, bis denn. Macht's gut. Tschüss.